Also heute sollte das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz im Bundestag debattiert werden. Das ist ohne Debatte in die Ausschüsse verwiesen worden. Wie finden Sie das? Also ich finde es wichtig, dass tatsächlich debattiert wird. Und zwar auch natürlich im Bundestag. Aber es ist schon mal wichtig, dass in der Vorbereitung des Gesetzes, also als der Entwurf da war, als die Referentenentwürfe diskutiert wurden, besonders eben auch Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Selbstvertretungsorganisationen beteiligt wurden. Und ich glaube, das Ergebnis ist jetzt schon gar nicht schlecht. Aber es gibt nichts Gutes, was man nicht schon besser machen könnte. Und dazu sind natürlich auch Debatten und Argumentaustausch weiterhin notwendig. Ja, Sie sagten ja, das Gesetz soll noch verbessert werden. Welche Verbesserung konkret wünschen Sie sich? Also nochmal, ich will erstmal sagen, dass ich Sie beglückwünsche zu dem Thema mehr Barrierefreiheit wagen. Ich finde das ein gutes Motto, weil das hat auch was mit einem Satz von Willy Brandt zu tun, der Demokratie wagen. Und Barrierefreiheit gehört zu unserer Demokratie, muss zu unserer Demokratie gehören. Und wenn es jetzt um das Gesetz konkret geht, da gibt es ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Und ich fange vielleicht damit an, dass ich finde, dass die Übergangsfristen, die zurzeit noch bei 15 Jahren liegen, dass die einfach zu lang sind. Wir brauchen jetzt schneller Verbesserungen im Bereich der Barrierefreiheit. Und deswegen werde ich mich dafür einsetzen, dass die Übergangsfristen maximal 10 Jahre sein werden. Denn selbst wenn es 10 Jahre sind, haben dann doch die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen 14 Jahre Zeit, beispielsweise bei Selbstbedienungsterminals, eben ja dann rechtmäßige Zustände herzustellen. Und ich finde, das ist vollkommen ausreichend. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass das noch ein bisschen besser wird. Ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, wenn wir über die bauliche Umgebung beispielsweise von Selbstbedienungsterminals reden, dass wir da noch in das Gesetz reinkriegen, dass es Mindeststandards dafür gibt. Das sind wir in so einem föderalistischen System, weil normalerweise fürs Baurecht die Länder zuständig sind. Aber trotzdem könnte man Mindeststandards ins Barrierefreiheitsstärkungsgesetz aufnehmen oder in der Gewerbeordnung. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn man einen barrierefreien Geldautomaten beispielsweise hat, aber jemand, der im Rollstuhl ist, kommt da gar nicht hin oder jemand, der schlecht sieht, kann den gar nicht auffinden. Das sind vielleicht zwei ganz wichtige Punkte, die mir noch wichtig sind. Es gibt auch noch weitere, aber vielleicht will ich mich mal auf die zwei jetzt beschränken. Ja, ja, danke schön. Sie machen sich ja immer dafür stark, dass Barrierefreiheit als Qualitätskriterium anerkannt wird. Sind Sie damit jetzt in den ganzen bisherigen Prozessen durchgedrungen bei den Regierungsfraktionen? Also ich merke schon, dass das Bewusstsein, dass Barrierefreiheit eben eine tiefe soziale Dimension hat, dass das tatsächlich mehr und mehr trägt. Wir sehen es jetzt auch beim Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, wo ich nochmal klar sage, dass da gute Aspekte wirklich schon im Gesetzesentwurf jetzt vorhanden sind. Und ich wünsche mir natürlich, dass alle Ressorts der Bundesregierung, insbesondere auch das Wirtschaftsministerium, noch stärker dieses Thema diskutiert, weil ich glaube, Barrierefreiheit ist ein Aspekt, der für alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland gut ist, die unser Land moderner macht. Das ist ein Qualitätsstandard aus meiner Sicht. Und genauso wie es eben so ist, dass, sagen wir mal, ein großer Bahnhof, der jetzt nicht über Aufzüge oder über Rolltreppen verfügt, einfach kein moderner Bahnhof ist, kein guter Bahnhof ist, genauso ist auch eine Infrastruktur, auch eine digitale Infrastruktur, die Barrieren beinhaltet, einfach nicht modern und nicht gut. Und ich glaube, es steht unserem Land gut zu Gesicht, im Bereich der Barrierefreiheit da besser zu werden. Das macht unser Land insgesamt besser und moderner. Was denken Sie, wie könnte man diese Botschaft denn noch mehr in die Köpfe der Verantwortlichen reintragen? Also man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man das Gesetz liest, so Barrierefreiheit ist eine lästige Pflichtübung. Und wie könnte man das wirklich, diesen Paradigmenwechsel umdrehen in die Richtung, wie Sie das sagen? Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist, es muss wirklich allen klar sein, dass wenn es um Barrierefreiheit geht, dass es da nicht um irgendetwas nice to have geht, was man halt aus Fürsorgegründen macht, sondern es geht um die Voraussetzung für Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen und das ist mir besonders wichtig, es geht um eine Qualitätsstufe. Welche Aktionen planen Sie noch, um diese Botschaft jetzt im restlichen Gesetzgebungsprozess, im parlamentarischen Prozess noch mehr an die Abgeordneten zu bringen?
einen schönen Satz von Peter Struck, der gesagt hat, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingekommen ist in den Bundestag. Das heißt, ich werde natürlich auch heute oder spätestens morgen nochmal Abgeordnete anschreiben und sie tatsächlich nochmal informieren über die Dinge, die ich in dem Gesetz als gut gelungen bezeichne, aber auch die Dinge, die mir noch fehlen. Wir werden garantiert auch noch in Ausschüssen uns positionieren. Ich werde weiterhin für dieses Gesetz werben, für eine gute Umsetzung für dieses Gesetz, weil wir erleben ja jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, dass beispielsweise bestimmte Lebensbereiche sich fast ins Digitale komplett verlagert haben. Und deswegen ist es so wichtig, gerade jetzt zu erkennen, dass eben die Barrierefreiheit im digitalen Bereich für Menschen mit Beeinträchtigungen unglaublich wichtig ist, aber insgesamt für unsere Gesellschaft einfach Qualitätsstandard bedeutet. Okay, danke schön. Wir haben auf unserer Tour jeden Tag unter eine bestimmte Frage gestellt. Ja. Also die Frage des Tages sozusagen. Und es ist heute die Frage, wollen wir nach der Digitalisierung auch noch die Barrierefreiheit verschlafen? So, was sagen Sie dazu? Das wollen wir nicht. Und ich glaube, dass wir sie auch nicht verschlafen haben, sondern dass es manchen nicht schnell genug geht und nicht konsequent genug geht. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die insofern ungeduldig sind, weil ich der Meinung bin, es geht hier nicht um irgendetwas Nettes, Humanes, Karitatives, Fürsorgliches, sondern es geht auch in dem Bereich um die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten. Es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen, aber nicht nur die, teilhaben können an beispielsweise digitalen Angeboten im Personenbeförderungsrecht beispielsweise, im Bereich von Dienstleistungen. Ganz herzlichen Dank. Hier haben wir noch eine Karte, mehr Barrierefreiheit, da ist ein QR-Code drauf. Ja. Damit kommen Sie auf die Kampagnenseite.